Eine Wettbewerbsform, bei der nicht die erreichten Punkte zählen, sondern individuelles und konstruktives Feedback im Vordergrund steht. Darum geht es beim Ensembletreffen, das kürzlich in der Landesmusikschule St. Georgen veranstaltet wurde. Die Ensembles, die sehr unterschiedlich sind, das ist auch ein Ziel, dass wir verschiedene Ensembles einfach einladen und wir freuen uns auch, wenn die kommen, egal welches Niveau, welche Altersgruppe oder welche Stilistik. Es wird ein Konzert gestaltet und das Wichtigste aber ist eigentlich das Feedback danach. Also es geht darum, die Musik zu verbalisieren, die Aspekte einfach sich durchzudenken, mitzuspüren und auch mit nach Hause zu nehmen, was man vielleicht entweder besser machen könnte oder soweit motiviert, dass man auch gleich wieder nächste Woche noch ein Konzert geben möchte. Feedback wurde einerseits von einer fachkundigen Jury gegeben. Wir beraten halt ein bisschen, was uns gefallen hat, was uns sehr gut gefallen hat. Wichtig ist das positive Feedback, dass wir das heraussuchen, was super war, was gelungen ist. Das geht von der Moderation weg bis technische Kleinigkeiten. Und das, was wir versuchen, sind ein paar Tipps zu formulieren, was vielleicht noch besser zu machen ist, damit die Schülerinnen und Schüler dann auch was mit nach Hause nehmen können. Und das ist eigentlich das Hauptanliegen, dass sie motiviert dann beim nächsten Mal wieder dabei sind. Zum anderen war aber auch jedes angetretene Ensemble selbst Jury, indem sie sich Gedanken über die Konzertbeiträge der anderen Gruppen machten. Was ich sehr positiv erwähnen muss, ist, dass die Auftritte von den meisten sehr originell waren und es war halt wirklich abwechslungsreich. Es war von Percussion bis Trompeten, war wirklich alles dabei und man kann sagen, dass man da halt wirklich ein gutes Programm geboten gekriegt hat. Und ja, natürlich hat jeder seine Tipps abgeben, weil natürlich kann man sich selber nicht so gut kritisieren wie jeder andere, aber im Großen und Ganzen sind wir alle recht zufrieden mit den ganzen Ensembles. Also es sind so abwechslungsreiche Darbietungen gewesen, auch von der Jugend, also von den Kleinen schon, gerade was die Percussion anbelangt, also selbstbewusst und mit unglaublichem Eifer da dabei. Ich denke, das ist ein klares Zeichen für die Musikschulen auch und ein ganz positives Zeichen für die Musik im Allgemeinen. Auf der Welt, er ist der neueste Spring ins Feld, er ist auch der Jungfrau reinstes Blut, ach, wie hart der kleine Fluch so gut. 25 Ensembles mit knapp 150 Teilnehmern waren insgesamt in St. Georgen vertreten. Und trotz der Vielseitigkeit hatten sie doch alle eines gemeinsam, den Spaß an der Musik. Ja, so finde ich es sehr gut. Mir hat es auch gefallen, wie die anderen Ensembles alle gespielt haben. Ja, ich war noch nie bei einem Ensemble, wo nicht nur Schlagzeuger spielen, sondern wo einfach auch ein Singen oder mit der Querflöte oder mit der Gitarre, was auch immer spielt. Das war voll interessant. Musikalische Qualität, Originalität und die spürbare Freude aller Teilnehmer sorgten für Begeisterung. Ganz eindeutig ein super Wort ist bunt, eine riesenbunte Mischung von Singen bis Zupfen, Blasen in den großen Besetzungen. Sehr gute Leistungen und einfach ein abwechslungsreiches Programm. Und das nimmt man mit nach Hause in die eigene Musikschule und schaut, dass dort auch viel weitergeht und viel passiert. Ja, ich bin begeistert, dass so viele unterschiedliche Ensembles bei uns in der Musikschule in St. Georgen hier zu Gast sind. Die Leistungen sind toll und die Stimmung ist toll, finde ich. Und es ist schön, dass man Musik einfach zur Sprache werden lässt. Das Ensembletreffen in St. Georgen. Eine äußerst gelungene Veranstaltung, bei der Musik ohne Grenzen stets die einzig wahre Solostimme war.